So kommen viele direkte Punkte von beiden Spielern, allerdings auch viele leichte Fehler von beiden Seiten im ersten Satz, viele von Andrea Agassi und dann im zweiten umgekehrt, einige von Pete Sampras. 15-0. 15-0. Signal 40 love. Zu viel riskiert, alles oder nichts. Der Ball geht weit ins Aus. Und dadurch erster Spielgewinn für Pete Sampras. Jedoch enorme Schwankungen bei beiden Athleten. Sowohl bei Andrea Agassi als auch bei Pete Sampras. Deutlich auch in diesem Ausschlagspiel viele leichte Fehler beim 21-jährigen Andrea Agassi. Günter Bosch. Ich meine, es ist immer schwierig zu fragen, jetzt, wie sehen Sie es, aber Sie haben die Spieler jetzt von ganz nahem gesehen. Sie sitzen 2-3 Meter von den Spielern entfernt und so ein bisschen kann man ja auch immer von der Körpersprache ablesen. Ja, genau, die sitzen beide hier vor mir, einer rechts Agassi, der andere links vor mir Sampras, und man kann doch einiges da erfahren, wie sich der eine oder der andere verhält in diesen Pausen und wie eigentlich sein seelischer Zustand ist und wie er sich eigentlich für das nächste Spiel vorbereitet. Bei Sampras ist es ganz eindeutig, vielleicht bin ich da ein klein bisschen subjektiv, aber so muss ich eigentlich auch als Trainer sein. Ich bevorzuge mehr die Spielart von Sampras. Warum? Weil dieser Spieler Schläge hat, die man eigentlich lehren kann, die man den Kindern beibringen kann. Das, was Agassi spielt, das ist ein Naturtalent, das ist schwer zu lernen. Und deswegen bin ich ein klein bisschen immer mehr für diese Spielart, die Sampras uns hier zeigt, die mehr vom Rhythmus betont ist, von Koordination, vom leichten Bewegen, vom leichten Schlagen und weniger von diesen Gewaltschlägen, die man schwerer lernen kann, die man hat oder nicht hat, und so spielt er auch hier Tennis. Riskiert von Pete Sampras, direkt angegriffen auf den zweiten Aufschlag von Andrea Agassi, doch dann
viel Ballgefühl, viel Übersicht. Und der zweite gelungene Lob in diesem Match vom Amerikaner von Henry Agassi. Trainingspartner der Amerikaner Luke Jensen, ein hervorragender Doppelspieler, der sich auch für die ATP Doppelweltmeisterschaft qualifiziert hat. Mutig, riskant gespielt von Andrew Agassi. Mit der Vorhand immer wieder vorbereitet und dann ganz sicher abgeschlossen. Und auch diese Breakchance abgewehrt. Der Pete Sampras ist eigentlich schon in der Defensive. Andrew Agassi hetzt ihn hin und her und auch dann diese Rückhand genau vor die Füße gespielt. Und der Volley ist ja sowieso nicht die Stärke des Andrew Agassi, aber trotzdem auch so wäre er vielleicht nicht an den Ball gekommen. Wiederum Einstand. Time, Agassi.